So, wie man sieht, ich bin im Sauerland. Erster Tag. Und fahre nach Iserlohn zum Danzturm. Gucken wir das mal an. Da soll man schön sitzen können. Kann man was essen oder trinken. Oder beides. Und das habe ich vor. Laut meinem Navi sind es noch 24 Kilometer. Ich weiß nicht, ob das hier stimmt. Das kann ich ja nicht kontrollieren. Mit meiner Einstellung. Ich denke mal, so könnte es gehen. So. Guti, dann mal tau. Jo, Fahrt war ganz gut bis zum Westhofener Kreuz. Also, da hatte ich noch 25 Kilometer zu fahren. Stau, aber total. Ist das nicht toll hier? Super, ne? Ja, totaler Stau. Hat mich über eine Stunde gekostet. Ich war so lange unterwegs wie noch nie hier runter. Also das war Allzeitrekord. 1 Gag muss ich noch erzählen. Also ich muss sagen, auf der Autobahn wurde sehr vernünftig gefahren. Alles mit Vor- und Rücksicht und wie man das so gerne hat. Ich fahre ja nicht langsam, ich rase auch nicht. Und alles gut soweit. Da kam eine Baustelle, das sind ja andauernd Baustellen. Ich frage mich, warum die jetzt so viele Baustellen machen, aber ein anderes Thema. Baustelle, dreispurig, müsst ihr euch vorstellen. Die linke Spur ist nur 2,10 Meter für Fahrzeuge bis 2,10 Meter Breite zugelassen. Also eine schmale Spur, da fahren also nur die hartgesottenen. Mit Motorrad kannst du natürlich da easy fahren, ganz einfach. So, ich fahre da auch, 60 ausgeschildert. Naja, ich fahre so meine 70, aber nicht schneller. Moin Schafe. Und hatte schon immer so einen mittelalten Mercedes hinter mir. Ein kleineres Modell, älteres Teil. Und Baustelle endet. Kommt wieder 120 oder 130er Schild. Was macht dieser Hirnriss? Überholt mich. Setzt sich genau vor mich. Und betätigt die Scheibenwaschanlage, wo beide Düsen vorne viel zu hoch eingestellt waren. Das heißt, die waren dafür eingestellt, einen zu treffen. Ich bin nicht klatschnass geworden, aber ich habe die volle Ladung abgekriegt davon. Mitsamt seinem Scheibenreiniger drin. Da kannst du nur noch einen Kopf packen, ne? Solche Typen gehört man doch mal zu erwischen. Aber gut. Im Endeffekt kannst du nichts dran ändern. Aber so ist die Menschheit. Alles gut. Bis auf diesen einen Hirni. Ja. Ich war ihm wohl zu langsam und die Spur wechseln durfte ich auch nicht. Waren alle Spuren durchgezogene Linien abgetrennt. Ne? Na gut. Warum fährt er so langsam? Ich meine mich selber, weil ich mich nicht auskenne, erstens, und zweitens, weil die Leute hier alle so fahren und weil das hier eine Ortschaft ist. Uiuiui, fahren wir ja fast vor eine Wand. Sprich mit mir, Navi. Rechts ab, gut. Oh, 20 Kilometer noch, das werden wir noch schaffen. Halt. Und gut. Na, das Gewölk da oben wird doch wohl das Wasser halten können.
bin heute nämlich noch nicht nass geworden. Tanken, das könnte ich mal eben machen. Das würde mir ganz gut gefallen. Machen wir auch. Tanken ist immer gut. Hier. Oh, schön. Schön, schön. Wir sind in Altena. Rechter Hand ist die Burg. Kann man aber wohl nicht sehen, oder? Die ist aber da. Hier ist ja Zentrum der Drahtindustrie quasi. Hier gibt es sogar ein Drahtmuseum. Schöne Burg. Toll. Toll, toll. Kilometer noch, kann nicht mehr viel sein. Aber hier in diesem Landstrich musst du immer um irgendwelche Ecken und Berge rum. Entweder du fährst im Tal unten oder du fährst oben auf der Höhe. Oder irgendwie dazwischen. Und das macht den Reiz ja aus. Oh, da hinten kann man schön am Fluss sitzen. Draußen sitzen und essen. Cool. Oh, hier kommt eine harte Fraktion. Oh, da wollen wir doch auch. Ja, ich hoffe ja, dass sich das lohnt, dass ich da zu diesem Dunst-Turm fahre, der übrigens nach einem Herrn Dunst benannt ist. Kann man googeln. So, als ging es wieder bergan jetzt. Bergauf. Es geht bergauf. Oh, da unten läuft die Bahn in den Berg rein. Wie soll ich dann fahren hier? Was meinst du, Navi? Rechts halten, gut. Straßen haben die hier, echt Wahnsinn. Und schöne Kamelbuckel. Oh, oh. Kannst du sogar mit dem Motorrad nicht umfahren. Oh, jetzt geht's auch steilberg an hier. Uiuiui. Und oh. Nein, ich rufe jetzt nicht nach einer Afrika Twin. Wir müssen im Winter aber guten Winterdienst haben hier, sonst kommt hier nicht hin.
Der Audi verfolgt mich. Den lassen wir erstmal durch. Fahr vor. Gut. Super. Siehste. Der kann mir doch schön den Weg frei machen. Oh, 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 oh. Jetzt geht's aber wieder los hier. Ups, da darfst du auch nicht runterfahren. Dann war's das. Links runter, meine ich. Oh, war nicht mal eine Leitplanke da. Kann nicht wahr sein. Schon wieder so eine Kehre. Oh, mir kam ein Kram und hinterher auch wieder zurück. Oh, 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 oh. Hätte man besser machen können, aber auch schlechter. Meine Güte, was eine Straße. Aber deswegen bin ich ja eigentlich hierher gefahren, ne? Oh, oh. Zu langsam darf man in den Dingern auch nicht sein. Dann fällt man da innen um. Siehst ja nix. Navi, ich muss schon sagen, hast eine schöne Strecke gesucht. Regenscheid. Ich soll hier gerade ausfahren, sagt er. Okay. Mann, was gibt das hier schöne Wege. Oh, 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 Schlaglöcher. Der lässt den auch vor, jetzt lässt er mich bestimmt auch vor. Gut, super. Dankeschön. Bergab. Bergab fahre ich die Kurven lieber als gleich hoch. Rinder. Rechts ab, sagt er. Okay. Dann machen wir das auch. Oh, da kommt einer. Zwölf Minuten noch, 9 Kilometer. Ja.
den Reiz macht aus, dieser Wechsel von diesen langsamen Sträßchen, die da so berghoch und bergunter sich schlängeln, und dann wieder diesen etwas flotter zu fahrenden Passagen. Das gefällt mir so gut hier. Hallo, gut, sind wir ja schon bald da. Hey, jetzt bin ich verkehrt gefahren, da hätte ich hochgemusst. Ich habe es im letzten Augenblick noch gesehen. Ah, wir drehen mal da unten. Nee, das ist mir zu unsicher hier. Hier schon eher. So. Wenn wir dafür in Schotter müssen. So, komm. So. Das sieht gut aus. So, geschafft. Müssen wir, siehst du, richtig. Rollsplit. Und da sind doch nur noch 6 Kilometer. Und ich bin immer noch nicht nass geworden, kann ja wohl nicht sein. War ja nicht ganz so schlimm. Oh, das riecht gut hier nach frisch geschnittenem Gras. Kessbahn statt Iserlohn. Gut. Ein Kilometer noch, dann links ab. Und dann sind wir auch schon bald da. Irgendwie klingt der Helm heute anders. Weiß nicht warum. Irgendwas stimmt da nicht. Da vorne, links hoch. Gut. Landsturm, da steht's doch. Ist schon faszinierend, diese Navigation per Handy. Jo, Digga. So, gucken wir mal, wo der ist. Sind noch 1,6 Kilometer, auch das noch. Dankeschön. Die Leute sind aber nett hier. Wo sind wir denn hier? Hotel. Literaturhotel.
Oh Gott, die lesen ja jeden Abend was vor, wa? Nee, da stehen Bücher, tausende von Büchern. Literaturhotel. Waldhaus Franzosenhohl. Oha, oha. Was ich nicht alles mitkriege, wa? Dansturm, da. Rechts schwenkt Hü. Haben wir noch einen richtigen Gang, jo. Ja, richtig dunkel hier. Oh, 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 oh. Wieder so einer. Meter noch, dann haben wir es geschafft. Ups, nochmal hoch. Wir sind da, da ist er. Der Tanzturm. Jo, klasse. So, jetzt könnte ich mal einen Kaffee vertragen. Wenn ihr jetzt noch schöne Parkplätze hier habt, freue ich mich noch mehr. Hey, guck mal da. Mal rumdrehen hier. Um, 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 um. Digga, legt immer die Füße hoch.